Welche Daten müssen geschützt werden? Wie wird sichergestellt, dass sensible Daten nicht einfach rumfliegen? Und wie wird es Bürgern vor lauter Datenschutz trotzdem ermöglicht, an Informationen zu kommen? Das regeln das Informationsfreiheits- und das Datenschutzgesetz. Mehr als 230 Seiten haben CDU und Grüne jetzt dazu vorgelegt. Wir glauben, dass wir mit dem, was wir jetzt vorlegen als Informationsfreiheitsgesetz, genau diesen Anspruch eigentlich erfüllen, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie Fragen haben, Informationen zur Verfügung stellen, über das hinaus, was ihnen sowieso zugänglich ist, aus den Portalen, die wir ja heute schon im Internet haben. Der Linken geht das Gesetz nicht weit genug. Sie befürchtet, dass der Aufwand für Bürger immer noch zu groß sei, um an Informationen zu kommen. Beispielsweise über Bauvorhaben oder Kosten für Flüchtlingsunterkünfte. Hamburg hat zum Beispiel ein Transparenzgesetz. Das heißt, Behörden sind aufgefordert, alles öffentlich zu machen, also Open Data zu machen. Bürger und Bürgerinnen müssen gar nicht fragen nach der Information, sondern sie ist schon öffentlich. Und das ist besser, als das Hessen regeln wird. Experten kritisieren, dass es zu viele Ausnahmen und keine Einzelfallprüfung gebe. Bei Ablehnungsgründen wie öffentlicher Sicherheit oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen muss es immer auch eine Abwägung mit dem öffentlichen Interesse geben. Nur dann entspricht das Gesetz internationalen Standards. Außerdem gibt es Kritik, weil es nahezu unmöglich sei, bis zur ersten Debatte in der nächsten Woche die mehr als 230 Seiten durchzuarbeiten. Es ist eine Missachtung des Parlaments, erst so kurz vor knapp und so umfangreiche Gesetzentwürfe vorzulegen. Am besten ist es, wenn man auch mit der Opposition darüber reden will, wenn man mal etwas auf dem Tisch liegen hat und einen Vorschlag hat. Den haben wir jetzt gemacht. Bis März soll das Gesetz verabschiedet und klar sein, wie mit Datenschutz und Informationsfreiheit in Zukunft umgegangen wird. Denn dann tritt die EU-Verordnung in Kraft. In vielen Punkten des Entwurfs scheint es bei den Parteien allerdings Einigkeit zu geben.